Woher hätte ich ihn über so sprechen müssen? Yo, yo, yo. Aber wir können das zuvor wissen. So, dann heilen wir mal kurz Happy Hippo. Denn das ist halt, wie gesagt, unser Go-To-Pokémon. Haben wir nicht irgendwo noch Hyperheiler, genau. Wegen dem scheiß Hagel, weil ich habe keine Lust auf Hagel. So, wohin müssen wir denn jetzt überhaupt? Hier ist eine große Fläche. Ist das ein Pokéball oder ein Trainer? Ein Pokéball, und zwar ein Hyperball. Also sogar im wahrsten Sinne des Wortes ein Pokéball. Ah, Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Ich würde Sie gerne besiegen. Herr Skifahrer. Ich zeige dir die Techniken, mit die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Okay. Warum zeigst du mir da nicht, wie man Ski fährt? Oh nein! Hagel, dann kommt Happy Hippo mit dem Sandsturm und dann kommt wieder der Hagel. Oh nee! Das ist ja jetzt ein bisschen ungünstig, würde ich mal so sagen. Nein, unser Counter gegen den Hagel wurde gecountert. Scheiße! Angeberei. Hm. Also an sich ja cool, ne? Plus zwei Angriff. Haben wir vielleicht noch eine Beere dagegen? Das wäre schon ziemlich delicious, ehrlich gesagt. Andererseits sollte ein Hyperheiler doch auch funktionieren, oder? So. Eissplitter. Okay. Jetzt sind wir auf plus 2, also haben quasi einen Schwertanz drin. Und das heißt, jetzt sollten wir doch ziemlich rasieren, sehe ich das richtig? Oder heilt ein Hyperheiler die Verwirrung nicht? Das wäre jetzt ein bisschen suboptimal, muss ich sagen. Oh, Moment, falsche Taste. Das wollen wir. Flammenrad. Wir gehen nochmal auf den Eissplitter für den Chip-Damage, damit sein nächstes Pokémon durchsweepen kann. Eindeutig. Eindeutig. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, ob Flammenrad überhaupt physisch ist. Es wäre echt eine gute Sache. Upsala. Schmeiß weg. Habe ich doch schon. Na gut, dann ist ja okay. Ja, finde ich auch. Habe ich gerade ein Selbstgespräch geführt? Es wird immer weirder mit mir. Es wird immer weirder mit mir. So, was kommt jetzt noch? Ein Mammutl. Ein Sneeble. Ein weiteres Schneebedeck. Junge, du bist ja einfallsreich. Das ist ja richtig. Wollen die Kanale Eissplitter? Was soll denn das? Hör mal auf! Ist doch Schäse! Okay. Jetzt wird jetzt vielleicht nicht unbedingt der spannendste Kampf, wenn er nur Pokémon hat, die vierfach schwach gegenüber Feuer sind und wir ein Panferno auf dem Feld haben. Aber wir kriegen halt echt guten Damage durch Hagel und Eissplitter. Das ist halt super nervig. Das ist halt wirklich super nervig. Ich wünsche, unsere Pokémon wären EV trainiert. Das wäre nice. Wieso ich da auf einmal drauf komme, weiß ich selber nicht, aber irgendwie würde ich mir das wünschen. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Okay, das heißt, dieser wunderbare Skifahrer, der uns seine geheimen Skischultechniken gezeigt hat, ist besiegt, denn seine Techniken haben versagt. Wie wäre es, wenn du dir einfach mal Coverage in dein Team holst? Ist das ja ein Trainer? Ja. Wusch! Mich zu entdecken erfordert enorm scharfe Augen. Nee, eigentlich nicht. Du warst ein schwarzer Fleck im weißen Boden. Aber okay, lassen wir das. Ein Ninja-Junge mit einem Golbat. Hm. Hätten wir jetzt eine Steinattacke, eine Gesteinsattacke, wäre das sehr gut. Wir könnten natürlich auch seinen Ruheort predikten und auf Erdbeben gehen, aber ich glaube irgendwie noch nicht so wirklich dran. Wie wäre es dann mit einem Knirscher? Horrorblick. Oh nein, wir können nicht auswechseln. Ah. Das ist natürlich suboptimal. Oh, der Knirscher macht aber guten Damage. Das muss man echt sagen. So, jetzt gehen wir nochmal auf Stärke. Oh nein, bitte nicht vergiften, bitte nicht vergiften, bitte nicht vergiften, bitte nicht vergiften. Ah, es war so klar. Es war einfach so klar. Wieso hat man immer so ein Pech mit den Rolls oder mit Chances? So Möglichkeiten. Kann Level-Up nicht einfach Vergiftung heilen? Bitte? Naja, im Endeffekt ist das Einzige, was wir jetzt machen, wieder in den Beutel gehen.
und das Ding heilen. Ich glaube, ich hatte oben auch noch Gegengifte. Ne? Dann brauchen wir erstmal die auf. So, Herr Bebo, jetzt geht's hier wieder besser. Wir gehen weiter nach links. Ist hier noch irgendetwas? Da ist auf jeden Fall noch irgendjemand. Schönen guten Tag. Die Dame. Wie geht es Ihnen? Regentage deprimieren mich irgendwie. Fällt hingegen Schnee, bin ich einfach nur überglücklich. Junge Dame, streng genommen ist Schnee und Regen ein sehr, sehr verwandtes Etwas. Denn Schnee ist ja auch nur leicht gefrorenes Wasser. Und streng genommen hagelt es und schneit es nicht. Und keiner mag Hagel. Es gibt Leute, die mögen Schnee. Also schneien. Keine Frage. Es gibt Leute, die mögen Sonne. Keine Frage. Es gibt Leute, die mögen Regen. Zum Beispiel ich. Keine Frage. Aber es gibt keine Sau auf dieser Welt, die sagt, ja geil, erstmal eine Runde Hagel. Ja, gibt's einfach nicht. Keine Sau will Hagel. Also wirklich nicht. Dementsprechend bin ich ein bisschen verwirrt, weil hier hagelt es, Michaela. Die Bedingungen waren alles andere als gut. Ja, es hagelt ja auch. Und dann hagelt es auch noch von mir Fäuste. Da ist ein Item, habe ich mir gedacht. Eins, zwei und hier. Bin ich falsch? Ich sagte hier. Nein, hör auf dahin zu gehen. Nein, hör auf dahin zu gehen. Ein Nugget. Der GG, da versticken wir jetzt im Schnee. Nice. Let me out of here. Okay. We got this. Ich würde echt mal gerne mal in so ein Gebiet gehen, wo wirklich so hoch Schnee liegt. Weil bei uns liegt halt maximal, wenn es wirklich hoch kommt, in einem wirklich guten Winter 10 cm. Ne, mehr liegt hier nicht. Wobei, ich glaube, wir haben auch schon mal 20. Aber das ist halt nicht viel. Es ist nicht so, als würdest du bis zur Hüfte einsinken. Und das ist, glaube ich, schon eine ziemlich lustige Geschichte. Hallo. Es gibt verschiedene Ninja-Clans. Gehörst du zum Iga- oder Kuga-Clan? Yo, der Kuga-Clan, back to the rules. Nein, Moment, was? Back to the rules, Gen 1 Power. That's what I'm talking about. Warum bin ich halt eigentlich so englisch am Speaken? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich so lässig am Bienen bin heute. Ja, ich bin einfach wirklich lässig am Bienen heute. Ah. Erdbeben. Get on my level. No chance. No chance. Mm. Warte, was? Hä? Hä? Als ob das überlebt hat. Yo, als ob. Da war noch nicht ein Pixel rot. Oh, schon wieder ein Golbat. Aber mit Golbats haben wir Erfahrungen gemacht. Knirscher. Könnte Golbat nicht streng genommen Eiszahn haben? Andererseits ist es ein Golbat. Der Eiszahn killt halt im Leben nicht. Yay, Verwirrung, mein Lieblingsstatuseffekt. Ich liebe ihn so sehr und ich freue mich so sehr, dass er existiert. Thumbs up. Okay, wir sind nicht mehr verwirrt, das finde ich gut. Und jetzt der Knirscher. Vielleicht können wir, ja. Das wäre sehr schön. Auf den Call. Happy Hippo ist einfach ein Gott. Ein Gott. Ich bin wieder auf die eine oder andere Art noch eine Ninja. Okay, dann bist du ein Lappen. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ein Haus. Irgendwo. Im Nirgendwo. Was könnte dort nur sein? Wir werden es bald erfahren. Nachdem wir TM07 Hagelsturm gefunden haben. Ein passender Ort. So, hallo. Wie geht es denn so? Schönen guten Tag. Während ich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich meine VM verloren. Oh, wenn ich da nur die versteckte Maschine Kraxler noch hätte, dann könnte ich die steilsten Berge erklimmen. Oh. Okay, also gibt es hier irgendwo die VM Kraxler. Ich frage mich, wo sie sein wird. Bist du eigentlich geistig behindert, Junge? What the fuck? Als ob du nicht in dein eigenes Haus geguckt hast. Schönen guten Tag. Ich fahre mit meinem fünften Lebensjahr mit Pokémon Ski. Pokémon können Ski fahren? Yo, krass.
Geifel auf Skiern. Alles klar, das wird ja. Oder noch besser, ein Quiekel auf Skiern. Oder noch besser, ein Mammutlauf Skiern. Yo, das will ich sehen, Leute. Das will ich sehen. Erdbeben. Aber Keifel wird das halt tanken. Keine Frage. Ist zwar jetzt ohne Evolid, aber Keifels Defensivwert ist, ich wollte gerade sagen, gar nicht so schlecht. Furienschlag. Oh nein, 4 KP. 8 KP. Oh, ein Crit! Dafür nur zweimal getroffen. Das ist natürlich belastend. Das ist natürlich belastend. Knirscher. Boom. Easy. Finde gut, dass er keinen Tarnstein gesetzt hat. Das wäre nämlich ein bisschen nervig geworden, eventuell. Und Glaciola. Hübsch, hübsch. Ein sehr, sehr hübsches Pokémon. Generell die ganzen Evoli-Entwicklungen im Moment mal. Wie ist es denn schneller? Kann es sein, dass das Ding Brüller einsetzt? Könnte ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich. Weil eigentlich sollten wir nicht schneller sein. Hat Eissturm negative Priorität? Wir sind noch nie im Leben schneller als ein Glaciola. Oh, das hat guten Damage gemacht. Eissturm. Poké-Wiki. Sollten wir vorsichtshalber auswechseln, weil jetzt ist es eventuell schneller. Nee, Priorität 0. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wir schneller als ein Glaciola sind. Warte mal. Ist das Ding so langsam? Glaciola. Speedbase. What? Das Ding ist ja übelst lahm. Hä? Als ob das Ding so lahm ist. ...65er Speedbase. Aber wir sind trotzdem eigentlich langsamer. Wir haben eine 47er Speedbase. Hä? Habe ich was verpasst? Okay, lassen wir es einfach mal. Belassen wir es einfach mal dabei. Level 41 für Goku. Und Annika ist besiegt. Hä? Ich wiederhole. Hä? Hä? So. Wir wollten eventuell nochmal schnell heilen. Hypertrank. Zack. Perfekt. Vielleicht sollten wir Ursine mal rausnehmen wieder. Ich weiß nicht, was soll Ursine? Ich bin mir immer noch unsicher, weil Lucario ist natürlich schon cool, aber Campana, es hat so viel für uns getan. Es wäre richtig asozial, es jetzt einfach auszuwechseln für Lucario. Yo, he spins his head right round when he goes down. Ich trage leichte Kleidung, egal wo ich hingehe. Es erinnert mich jetzt an den komischen CSI Miami-Typen. Yeah! Alter, was ist heute los mit mir? Was ist heute los mit mir? Er schaudert aufgrund der Fähigkeit Vorahnung und setzt Tiefschlag ein. Boom! What a damage! What a damage, bruh! Erdbeben. Und tschüss! Glimmunkel ist ja auch so ein Pokémon, das ist halt super weird, meines Erachtens. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber Happy Hippo ist ab jetzt die Antwort auf alles, Level 42. Auf alles im Universum. Aber ich glaube, den Witz versteht heutzutage auch keiner mehr. Wobei ich muss sagen, ich habe den Film ja selber tatsächlich nie gesehen. Muss ich offen zugeben. Muss ich offen zugeben. Gucken wir erstmal, ob wir dieses Bar schon klein kriegen. Aber sollten wir eigentlich. Oh, One-Hit-KO. Delicious. Delicious. Happy Evo, du bist so ein MVP einfach nur. Und noch eins. Ein Riolu. Reicht da eine Stärke? Probieren wir es aus. Das Einzige, was mich nervt, ist, Stärke-Animation dauert so lange. Warum chillt er da 10 Minuten unten? Oh, es reicht. Perfekt. Perfekt. Ist nicht Ursine, von daher ist das okay. Achi! Ja. Mein Kampfschrei ist auch. Oh, Hust! See der Stärke. Dahin wollen wir. Können wir die umgehen? Die Antwort ist nein. Was gibt's denn? Ein Pokémon-Kampf? Exactly. Weil du mich herausforderst, also jetzt auch einfach chillen können. Kirlia?
ist es Zeit für den allmächtigen Knirscher, um dieses Kirillia zu besiegen. Um es daran zu hindern, ein Gardevoir zu werden. Um diesen Traum bereits im Keim zu ersticken. Anscheinend schon. Crit. Okay, was kommt als nächstes, bitte? Der Sandsturm tobt. Golking, das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Deswegen wechseln wir einfach mal raus in Lux. Go Lux, go Lux, go, go, go Lux. Sieht gerade physisch an, oder? Wasserring, Alter, der Setup. Ich muss sagen, ich finde es echt schade, dass Wasserring nicht viable ist. Ich finde das wirklich, wirklich schade. Ich hätte wirklich gern Wasserring viable. Weil an sich ist die Idee der Attacke voll cool, dass du dir selber Leftovers gibst. Aber es ist halt nicht viable. Es ist einfach nicht. Was man vielleicht machen könnte, ist so mit Protect verbinden. Dass du es zum Beispiel wie Mogelhieb oder Überrumpler nur in der ersten Runde einsetzen kannst. Und es dann nachher ein Schutzschild ist, was den Sassaring-Effekt gibt. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool, weil dann könntest du Setupen. Aber es wäre auch nicht OP, weil der Gegner kann es sehr gut predicten. Was haltet ihr davon? Ich finde die Idee ziemlich gut. Dass man das Wasserring nur noch in der ersten Runde einsetzen kann, aber es dann gleichzeitig auch ein Schutzschild ist. Huh. I like this idea. Und warum zur Hölle überlebt das Ding? Was soll denn das? Das sehe ich gar nicht ein. Na egal, der Sandsturm kümmert sich schon drum. Tschüss, Haspiroa. Werd erstmal ein mega Schlapper, bevor du dich mit uns anlegst, lol. Was ist das? Mareike. Danke. Schön. Wow, du bist lebendig. Wie? Ja. Ich rede, ich laufe, natürlich bin ich lebendig. What the fuck? Warte mal, ist hier noch ein Item versteckt? Das nehme ich mal als Nein. Stärkeufer. Okay. Hey, Hapster, bist du auch schon da? Langsam, viel zu langsam. Hör zu, Hapster, siehst du diese Felsen, die anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du in den Ohren einen Blitzerrenner besitzt. Wie dem auch sei, ich bin weg, Team Galaktik, ich bin euch Fersen. Yo, tschüss. Hau rein. Geradeaus, See der Stärke. Ist hier ein Item? Das ist bestimmt ein Item, oder? Komm, als ob. Oder? Warte, wir checken's. Die Antwort ist nein. Okay, dann schauen wir mal. Ah, ich will nach Blitzach. Schon ein bisschen nervig, die Stelle hier. Yay, Schnee. Oh, oh, hoher Schnee, an die ich nicht durchkomme. Komm schon. Ja! Wo ist denn jetzt Blitzach überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Hoch? Nee, hier ist nur ein Item. Ein Hyperball. Warum sind jetzt zwei Hyperbälle auf der Route? Soll mich das warnen, dass bald ein legendäres Pokémon kommt? Okay, da ist nix. Das juckt uns also nicht. Ist hier nicht Blitzach? Ah, wir sind da. Ich muss sagen, Blitzach hat ein sehr, sehr cooles Design hier mit diesem Eishafen. Und diesem Eisbrecher-Bohrer-Bubi da. Keine Ahnung, hier ist die Arena. Frieda ist die Leiterin. Hier ist der Markt. Die Musik ist nur ein bisschen creepy. Irgendwie. Bim, bim. So, dann würde ich sagen, 19 Hypertränke sollten schon drin sein. Jetzt sind wir erstmal wieder auf der sicheren Seite. Dann vielleicht einfach unsere Hyperheiler nochmal aufstocken, weil wir so viele davon benutzt haben. Superschutz brauchen wir aber wirklich bald wieder. Nehmen wir direkt nochmal 26 mit, weil davon kann man nicht genug haben, Leute. Davon kann man einfach nicht genug haben. So. Hypertrank, Hyperball, wie viele Hyperbälle haben wir denn? 25, ja komm, dann stocken wir da auch auf 50 auf, wir haben es ja. Better safe than sorry, ne? Beleber haben wir 9, dann machen wir 10 draus und dann sind wir eigentlich auch gut aufgestellt. Was verkauft denn die andere Dame hier? Schönen guten Tag, was verkaufen Sie? Oh, nice! Oh, warte, das sind echt ganz nice Sachen, weil fällt mir gerade auf. Timerball, oh, wir haben 50 Timerbälle. Oh, Flottball? Ist das der nur in der ersten Runde? Genau, dann will ich den. Hm, kaufen wir davon auch 50, weil warum nicht? Ja,
als erstes Ding. Oh, scheiße, sind die teuer, Alter. Heieiei, okay, kaufen wir auch nochmal hier 18 Finsterbälle. Also, egal welches Pokémon wir wollen, wir können es uns jetzt fangen. Die Chance, dass es da überall nicht drin bleibt, ist sehr gering.